Ja, hier ist der Matti aus Berlin, Username Komet Matti. Und ja, ich begrüße euch natürlich, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Egal. So, ihr wisst, ich habe wieder sämtliche Kosten und Mühen gescheut, um euch bestens zu unterhalten. Na? So, jetzt legen wir mal das Ding hier weg. So, ihr seht, ich habe hier eine hervorragende Kulisse für euch erbastelt. Das sind alles so ausrangierte Pappaufsteller von Red Dead hier, bla, ne Quatsch, LA, tralala, Red Dead steht hier. Hier oben sind die ehemaligen Arme und Hände von Fans von mir. Also wenn ihr jetzt irgendwo in Deutschland bemerkt, dass jemand hier zum Beispiel seinen rechten Arm vermisst mit einer Rolex-Uhr aus, mit einer falschen Rolex-Uhr aus Dresden, ein Ehering etc., dann wisst ihr Bescheid, sind ehemalige Fans von mir, wobei vielleicht sind sie ja immer noch Fans. So, das hier ist ja eure beliebteste Videoserie, Komet Matti Videoserie, die ich auch noch nicht so verbraten habe. Das heißt, jede Woche ein neues Video oder so. Das liegt daran, dass ich erstens mal immer wieder neue Erlebnisse sammeln muss oder mich auch an ältere erinnern möchte. Denn setze ich mich auf mein Sofa oder ja, was habe ich noch in der Wohnung? Setze ich mich halt auf mein Sofa und überlege bis zu 12 Jahre zurück oder länger. Komet habe ich jetzt, meinen jetzigen Laden habe ich ja jetzt praktisch schon fast 13 Jahre und den Laden davor von 91 bis 94, den hatte ich 91 bis 94, naja, jedenfalls ein paar Monate und da haben sich eine ganze Menge Erlebnisse eingebürgert, wobei die meisten Erlebnisse aus meinem jetzigen Laden herrühren. So, falls die Kamera wieder irgendwelche Geräusche macht, das passiert manchmal bei den Videos. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die arbeitet und nimmt sich da selbst auf. Vielleicht, ich habe vermutet oder ich vermute, dass meine Kamera die ersten Herztechnikstörungen hat, weil sie doch jetzt schon, ja, wie alt ist sie? 3 Jahre oder so. Aber eine neue kann ich mir nicht leisten und die Aufnahmen sind ja immer noch klasse. So, bevor ich jetzt gleich zu meinem ersten Fall komme, zeige ich euch in diesem Video natürlich auch wieder so ein paar zur Auflockerung, ein paar Gegenstände, die neu in meine Sammlung gekommen sind oder erzähle euch sonst was. Und dann kommen immer einzelne Fälle. Wie viele Fälle es werden, weiß ich noch nicht, weil bis jetzt habe ich mir 3 aufgeschrieben und ich drehe das Video dann praktisch immer nach und nach. Und wenn jetzt wieder jemand fragt, warum ziehst du dich so oft um? Der Abwechslung wegen. Und wenn man schon gut 200 T-Shirts hat, dann will man sie verdammt nochmal auch seinen Fans und Feinden zeigen. Dazu kauft man sich ja T-Shirts. Wenn man sich jetzt, sagen wir mal, originelle T-Shirts kauft oder ein teures Armkleid oder so, was ich jetzt nicht tue, aber wenn, dann, ja, dann will man das ja auch zeigen und tut das nicht nur, Mensch, ich zieh mir mal jetzt ein geiles Kleid an, ich muss, weil ich jetzt kacken gehe. Ja, ist ja Bullshit, ne? So. Gut, fangen wir jetzt an. Wir kennen natürlich alle und ihr ganz besonders auch so das Gefühl, wenn man in einer Villa wohnt, man ist steinreich, man kann sich kaufen, was man will und man ruft einen Puff an und holt sich nicht 3 oder 4 Nutten, nein, gleich irgendwie so 600, 700 Nutten oder was weiß ich, wenn man in sein Auto steigt, das alles vergoldenes ist, alles gülden und alles weich, wir kennen das. Kennen, wie langweilig. Und daran möchten natürlich auch, sagen wir mal, GEZ-Mitarbeiter ja, teilhaben. Ne? Die, weiß nicht, woher diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilweise kommen. Natürlich sind die meisten davon seriös, aber viele davon auch eben nicht. Und gerade die Leute, die von Laden zu Laden gehen oder von Wohnung zu Wohnungen und dort Leute versuchen zu ertappen, dass sie keine Rundfunkgebühren bezahlt haben. Jetzt haben wir ja im Jahr 2013 so, dass jeder Haushalt, egal ob er einen Fernseher hat oder ein Radio oder nicht, Rundfunkgebühren bezahlen muss.
ganz ehrlich dazu, diese Rundfunkgebühren sind für mich somit das Ungerechteste, was wir in Deutschland haben. Das hat nichts mit Demokratie zu tun, weil man es ja praktisch zahlen muss. Es sei denn, man verzichtet völlig, man wohnt in einer Hütte im Wald und verzichtet da völlig irgendwie auf irgendwas. Aber selbst wenn man in einer Hütte im Wald wohnen würde, würde hundertprozentig, wenn man laut furzt, einer von der GEMA kommen und sagen: So, das hörte sich jetzt eindeutig nach dem Hit von Modern Talking an oder Daniel Kübelbeck, so, Rundgebühren bezahlen. Die kommen nämlich auch immer hin und wieder in die Geschäfte, machen solche Ohren, ja, so also Dumbo-Ohren und sagen: Na, haben Sie irgendwo ein Radio laufen oder so? Und ich wurde einmal dabei, naja, was heißt erwischt, da wusste ich das noch nicht, das ist aber schon viele Jahre her. Und ja, da musste ich ein paar Monate nachzahlen, die wurden einfach geschätzt. Und dann so gut, weiß ich nicht, ich glaube 180 Euro im Jahr zahlen an die GEMA. Inzwischen habe ich kein Radio mehr, läuft gar nichts mehr und dann muss ich auch nicht mehr bezahlen. So, und bei der GEZ, das ist jetzt schon eine Weile her, war das bei uns auch so üblich, dass immer so zwei Leute in den Laden kamen, die äußerst unseriös waren. Ich glaube nicht, dass die irgendwas gelernt haben. Die sind einfach angeheuert worden, weiß ich nicht warum, vielleicht weil sie nichts gelernt haben oder keine Ahnung, aber ich sag's nochmal, ich behaupte nicht, dass jeder, der für oder bei der GEZ arbeitet oder diese Gebühren eintreibt, unseriös ist. Aber meine Erfahrungen sind negativ. Und zwar kam zuerst, wir hatten früher im Schaufenster einen ganz kleinen Fernseher stehen und da haben wir dann immer Demos laufen lassen, ja, damit die Leute von außen sehen konnten, was weiß ich, PlayStation 2 Demos oder keine Ahnung. Das hat natürlich zwei Leute auf den Plan gerufen, die eben für die GEZ arbeiten und die dann auch gleich reinkamen und sagten: So, erstmal haben sie sich aufgespült, gespult, als wenn sie irgendwie ja, dafür gewählt, erwählt wurden, als wenn sie schon auf die Welt kamen und Mutter gleich einen Pass, ich komme von der GEZ, hingehalten haben. Die dachten wirklich, die sind die Größten, hatten aber null Hausrecht. Also ich hätte sie oder habe sie daher auch rausgeschmissen, um das mal vorwegzunehmen, und meinten so: Sie haben da einen Fernseher im Schaufenster. Haben Sie den denn auch angemeldet? Ich sage: Wie, da laufen da jetzt nur Demos? Ich gucke hier in ZDF, kein gar nichts. Ja, aber hinten ist noch der Antennenanschluss zu sehen. Das heißt, Sie könnten ja rein theoretisch Fernsehen gucken. Ich sage: Ja, rein theoretisch kann ich auch die Scheibe vom Fernseher einhauen, einen Truthahn reinmachen und dann grillen und als Mikrowelle. Ich meine, rein theoretisch kann man so ein Ding auch durch einen Antennenanschluss, verstehst du? Aber nein, die blieben hart, haben gesagt: Sie müssen das hinten ausbauen, dann brauchen Sie keine Gebühren bezahlen. Ja, gut. Haben wir den Fernseher aus dem Schaufenster rausgenommen, Kunden haben sich geärgert und ja, dabei ist es dann geblieben. So. 3, 4 Wochen später kamen sie wieder rein, weil sie das natürlich kontrollieren wollten und weil sie den Fernseher im Schaufenster nicht mehr gesehen haben, haben sie sich natürlich provoziert gefühlt. Was denn jetzt hier? Also jemand, der sich von uns jetzt hier beeinflussen lässt, das stimmt da was nicht. Also normalerweise sind wir ja gewohnt, dass wir was in die Fresse kriegen, die Türen zu oder irgendwie, wie sie nicht erstochen werden, erschossen werden, erhängt werden oder sonst irgendwas. Aber dass jemand das macht, was ich sage oder wir sagen, das geht ja nicht. Also kamen sie wieder rein, obwohl ich eigentlich ihre Forderungen erfüllt habe. Und dann fielen hinten, wir haben hinten so einen Raum, wo ein großer Fernseher steht, damit wir, wenn ein Kunde zum Beispiel sagt: Ja, das Spiel funktioniert nicht oder die Konsole funktioniert nicht, dass wir das dann hinten testen können. Und wenn wir Langeweile hatten, dass wir dann eben ja spielen konnten. Obwohl der Vorhang zu war, haben die das irgendwie durch so einen Spalt gesehen, durch so einen alten Vorhangröntgenblick oder was weiß ich. Da steht auch ein Fernseher. Wir haben dann ja gelogen, sagen: Ja, der ist kaputt und Reparatur. Und die wollten nach hinten rein. Sie bestanden darauf, dass sie den Fernseher sich angucken können, ob er an einer Hausantenne angeschlossen ist oder sonst irgendwas. Wir haben sie nicht reinlassen. Aber die waren sowas von aggressiv, mit Polizei gedroht, mit Anwalt gedroht. Sie holen noch mehrere Leute etc. Wir haben sie dann rausgeschmissen. Aber sowas von aggressiv, ich glaube, so stellen sich noch nicht mal Leute an, die aus der finstersten Banditenszene kommen und Geld eintreiben müssen. Ganz schlimm. Und das Schlimme an diesen Methoden ist halt, dass ich halt einfach moralisch das nicht
ja nicht verantworten kann, da Geld hinzuzahlen, weil ganz ehrlich, ich gucke so eigentlich gar nicht ZDF und ARD. Nicht, weil ich was gegen den habe, sondern da läuft halt nichts, was mich interessiert. Ich gucke sowieso nicht so viel Fernsehen. Also warum soll ich bitte schön dafür bezahlen? Gut, wenn man jetzt nicht auf einer Autobahn langfährt, dann muss man, haben die Bürger trotzdem bezahlt. Oder wenn man jetzt nicht gerne Hummer isst, dann muss man trotzdem den Hummer von der Merkel essen, wenn die mit den französischen Präsentanten da Chicard oder wie der da heißt, oder Ben Ali oder wie die da alle heißen, oder ist ja auch egal. Essen zahlen wir ja auch. So, also jedenfalls haben die das aber im ganzen Tempelhofer Damm durchgezogen in Berlin. Also sie waren nicht nur zu mir so dreist, sie wurden scheinbar abgesetzt. Wir haben uns alle beschwert, wir haben mal so einen gemeinsamen Brief gemacht und uns beschwert bei der GEZ. Kleiner Tipp von euch, wenn ihr mit irgendwas unzufrieden seid, sei es mit politischen Dingen oder sonst irgendwas, dann tut etwas dagegen, geht wählen, schreibt einen Brief, seid sachlich, ohne Gewalt. Wenn euch ein Nachbar nervt, der laut ist, geht hin und redet mit ihm. Nicht immer nur aufregen oder irgendwas Heimliches, Böses tun, sondern erstmal friedlich versuchen, die Dinge zu lösen. Wir haben den Brief geschrieben und die beiden Typen sind nie wieder aufgetaucht. Naja, was soll ich sagen, 2 Jahre später sind dann noch schlimmere gekommen, aber immerhin die beiden waren weg. So, eine kleine Pause. Ich ziehe mich natürlich um und werde gleich in meinem schönsten Arm-T-Shirt-Kleid wieder vor euch stehen. Bis dann, euer Matti, und nicht wegschalten. So, entschuldige die Störung. Ich musste kurz 2 GEZ-Leute sanft von der Bildfläche vor meiner Tür beseitigen. Natürlich, wie ich euch ja gesagt habe, im ersten Teil immer friedlich alles lösen. So, vor allen Dingen keine Gewalt anwenden, ne? Ist immer lustig, wenn man jetzt einen Gag geplant hat und ja, und die Batterie alle ist. Aber ihr wisst, in meinen Videos wird nichts geschnitten, auch wenn das jetzt völlig in die Hose ging. So, willkommen in meinem zweiten Teil. So, bevor ich jetzt zum nächsten Fall komme, zeige ich euch, wie ich euch versprochen habe, zur Auflockerung mal, einfach mal so 3 Neuheiten oder 3 Spiele, die neu in meine Sammlung gekommen sind. Dark Siders 2. Das habe ich jetzt auch schon angefangen zu zocken. Ich habe da ja so eine besondere. So, und dieses Rollenspiel hier. Also insgesamt gesehen, und worauf ich mich jetzt auch schon sehr freue, ist Far Cry. Das ist auch in der deutschen Version Uncut. Und das mit dieser riesengroßen Hula Hoop. Genialer Bösewicht, tolles Spiel. Freue ich mich drauf, aber ich spiele ja immer noch Borderlands 2. So, jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Super vorbereitet wie immer. Achso, genau. Hier, ich zeige mal jetzt nicht den Produkt, aber ihr kennt ja sicherlich so. Warte mal. Ich versuche das mal. So, hier Flammkuchen, ne? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man den jetzt kaufen kann mit einem Flammenwerfer oder sonst irgendwas. Der war auch scheiße, der Gag. Also, so, passt auf. Normalerweise, dass man, wenn man sich jetzt was zu essen kauft, dann steht da manchmal, kann Reste von Nüssen beinhalten oder überfahrenen Eichhörnchen oder Eierschalen. Hier in dem Flammkuchen, ja, der jetzt aus Äpfeln und Teig besteht, schreiben die hinten drauf, das habe ich seit Monaten schon aufbewahrt, hier, kann Spuren von Fisch, Eiern, Krebstieren, Weichtieren, Senf und Sulfietten enthalten. Also hier Sultane sind auch drin. Aber was hat denn jetzt ein Apfelflammenkuchen, original französischer, mit Eiern, Fisch, Krebstieren und Weichtieren zu tun? Also es hat mich schockiert, zumal ich den ja dann auch gegessen und später dann wieder erbrochen habe und da habe ich nichts derartiges gesehen. Stellt euch vor, ihr esst einen Flammkuchen, geht aufs Klo und da liegt dann eine riesengroße Krete. Also das, wenn ihr das vielleicht wisst, warum da sowas drin ist, vielleicht haben sie eine Fischfabrik und machen nebenbei noch Flammkuchen und bei den Fischen steht drin, im Fisch kann eventuell ein Äpfel drin sein oder Eier oder ein Flammkuchen oder sowas. Keine Ahnung, hat mich irritiert, gehört überhaupt nicht zu diesem Video, aber da ich ja hier über merkwürdige Erlebnisse und Geschichten erzähle, passt das ja, ne? So, jetzt gehen wir mal zu meinem zweiten. Ich brauche hier nur
Stichpunkt, weiß schon Bescheid. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Da habe ich noch ganz alleine in meinem Laden gearbeitet. Von 2000 bis 2005 habe ich von Montag bis Samstag ganz alleine im Laden gearbeitet. Die Spuren sieht man ja heute noch. Da kam, damals war eben noch die PlayStation 2 in. Was da jetzt geknackt hat, ist, ich habe hier oben eine Leinwand hängen an meiner Holzwand. Und Holz lebt ja in der Regel. Und deswegen, knackt das manchmal. So, da war PlayStation 2 noch in und PlayStation 1 war so am Auslaufen. Das war eben so Anfang 2000. Es war noch D-Mark-Zeiten und da kam ein Kunde rein mit ungefähr 100 PlayStation 1 Spielen. Ne? Das kennt ihr ja, um da vielleicht die Neulinge das zu erklären. Das sind Spiele, die ungefähr halb so groß sind wie die PlayStation 2. Und ich habe die dann nun mal ausgerechnet, was die wert haben. Damals haben natürlich PlayStation 1 Spiele noch mehr Wert gehabt als heute. Heute kriegt man beim An- und Verkauf, weiß ich nicht, unter Euro-Cent-Beträge, außer natürlich mit Ausnahmen wie Final Fantasy 7, 8 oder 9 oder so ein paar Sachen, die laufen natürlich über Diablo 1 etc. oder Resident Evil Serie Uncut, Punkt, Punkt. Jedenfalls kamen wir dann auf eine Summe von ungefähr 1000 Mark. Das entsprach circa so um die 10 Euro pro PlayStation 1 Spiel. Plus, minus. Da waren jetzt super Rollenspiele bei. Ja, und das habe ich ihm dann auch gesagt und habe gesagt, so, das würde ungefähr die Summe erbringen. Damals habe ich das halt immer alles noch so aus Gefühl gemacht oder recherchiert. Heute habe ich ein Computerprogramm, da scanne ich das hinten mit dieser... heute haben ja Produkte diese Teile hier hinten, scanne ich das ein und dann spuckt mir dieses Programm die derzeitigen gängigen Einkaufspreise, so ein Querschnitt zwischen eBay und Amazon aus. So, ich sagte ihm das denn so, sag ja, so um die 1000 Euro, ich könnte das so um die aufrunden, so auf um die 1000 Euro. Und da überlegte er kurz und überlegte kurz und schaute sich im Laden um und sagte so, ja, eigentlich brauche ich gar nichts. Also ich sage, ja, weiß ich nicht, soll ich Ihnen eine Gutschrift machen? Oder, ich meine, 1000 Mark ist eine Menge Kohle, ja. Ich brauche aber auch nichts und eigentlich will ich auch gar nicht mehr so viel spielen. Ach, nimm sie jetzt so und ist gegangen. Das klingt total bescheuert und ich würde mir, wenn ich den Kunden heute nochmal sehen würde, ich würde ihn erschlagen und mir einrahmen in meinen Laden mit so einem goldenen Rahmen und sagen, Kunde des Jahrhunderts. Wenn so ein Kunde reinkommt und sagt so, hier, ich sage ihm eine tolle Summe und er sagt, hier kannst haben. Wir haben zwar schon häufiger erlebt, dass uns mal Kunden Spiele schenken oder umgekehrt, dass halt einfach manchmal die Spiele so scheiße erhalten sind oder so wenig bringen, dass der Kunde sagt, ich will nicht mehr mitnehmen, hier nimm. Also mal eine Kiste voller alten PC-Spielen oder so. Das kommt durchaus häufiger mal vor oder dass mir zum Beispiel meine YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen oder Facebook-Leute mal was aus ihrer Sammlung schenken. Das kommt vor. Aber ich bitte euch, gut 100 Spiele im Wert von gut 1000 D-Mark damals einfach so zu verschenken, weil ihm gerade nicht einfällt, was er sich im Laden kaufen kann. Es ist, also kann man ja schon fast sagen, ist blöd, oder? Ich meine, er hätte mit den 1000 D-Mark sich woanders was Schönes kaufen können. Ja, von den Spielen habe ich mir so einen guten Drittel erstmal in die eigene Sammlung gestellt und einiges verkauft. Ein paar davon habe ich sogar heute noch. Das ist eigentlich einer meiner merkwürdigsten, ich weiß nicht, vielleicht war es auch der Liebe von oben oder so. Ich weiß es nicht. Das war irgendwie unreal. So, ja, melde mich gleich im dritten Teil und dann kommt die nächste kuriose Geschichte, wenn ich dann meine Fernbedienung gefunden habe. Bis gleich und nicht einschlafen. So, willkommen zu meinem
dritten Teil, oder? Ja, dritten Teil. Ich habe mir ein klein bisschen Kaffee gemacht, wenn ihr mal kurz erlaubt, dann trinke ich den. Ich liebe Kaffee. Ich habe mir extra eine Hashibo-Kaffeemaschine gekauft mit solchen Kapseln. Einfach reinmachen, super. Das ist hier ein Espresso. Schmeckt super. So, jetzt zeige ich euch noch mal kurz, also wovon ich jetzt total begeistert bin im Moment, ist diese Serie hier. Super geil, macht tierisch Spaß zu gucken. Das ist die erste und die zweite Staffel. Kann ich euch nur empfehlen, wirklich super gemacht, teilweise mit geilen Effekten drin, aber es ist kein so klassisches Zombie-Spiel-Film. Weil es geht ja nicht nur um Zombies an sich, sondern auch um die Geschichten untereinander, um Schicksale, um Liebe, um Hass, Betrug, um Gewalt, alles. Super, super Serie, auf die dritte Staffel freue ich mich jetzt auch schon. Und noch zwei neue Spiele, die, also nicht neu, aber die zu meiner Sammlung neu dazugekommen sind. Und so, ihr wisst, ich mache das immer so ein bisschen zur Auflockerung. Keine Sorge, das ziehe ich nicht von der gesamten Laufzeit ab. So, jetzt kommen wir auf... Genau, das ist auch eine bescheuerte Geschichte. Ein Junge kam in den Laden. Das klingt immer so, als wenn nur ein Junge in den Laden kam. Ein Mann kam in den Laden. Also ein Junge kam in den Laden, vielleicht, ja, ich habe geschätzt, 11, 12 Jahre alt. Der wollte sich ein Spiel aussuchen. So, wir achten bei uns sehr, sehr, sehr auf Alter. Also das heißt, die Kinder und Jugendlichen dürfen nur das bei uns kaufen, was auch ja gesetzlich und auch moralisch und Jugendschutz, bla, ihrem Alter entspricht. Und er entschied sich dann nach langem, langem Hin und Her, ich nenne das Spiel jetzt mal nicht, aber für ein Spiel, wo eine Null drauf stand. Also keine Altersbeschränkung, praktisch für alle geeignet, sogar für drei Tage alte Säuglinge etc. Jedenfalls kein, ja, ist keine Altersspanne, obwohl es ja eigentlich, wenn man sagt, das Kind muss mindestens so alt sein, dass es das spielen kann, dann klingt null schon komisch, ja, weil im Grunde genommen sagt man damit, ja gut, ein 3 Stunden alter Junge kann das oder Mädchen kann das auch spielen, aber es ist halt, steht ja auch drin, ohne Altersbeschränkung. So, der hat sich das selbst ausgesucht, ohne Aufschwatzen, ohne irgendwas. Und hat das dann bei uns gekauft, von seinem Taschengeld. Er hatte halt Geburtstag, hat dann ein bisschen mehr Taschengeld gekriegt und ging fröhlich und glücklich aus dem Laden raus. Ein Tag später kam er wieder rein. Im Handgepäck hatte er seine Mutter. Und die war überhaupt nicht von dem Kauf erfreut. Die war stinkenderweise sehr, sehr wütend und regte sich auf und sagte, sagen Sie mal, was verkaufen Sie hier eigentlich Kindern und Jugendlichen? Ich sag, wie jetzt? Normalerweise ist man das ja eher gewohnt, wenn man jetzt mal einen Fehler gemacht hat, ja? Und dass man irgendwie einen 12-Jährigen was ab 18 verkauft hat oder so, was noch nicht vorgekommen ist bei mir, aber es kommt vor. Und sagte, ja, sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen und was haben Sie überhaupt für eine Art und Weise mit meinem Sohn umzugehen? Ich sage, was denn? Sie sagt, ja, er hat hier gestern das Spiel gekauft. Ich sage, ja, weiß ich. Wie kommen Sie dazu, dem sowas zu verkaufen? Ich sage, ja, der hat sich das selbst ausgesucht. Ich wusste immer noch nicht, was sie überhaupt wollte. Und meinte, ja, das kann doch nicht sein, dass Sie ihm hier ein Spiel verkaufen, wo eine Null draufsteht. Das heißt, für Säuglinge, ja, das bedeutet, wollen Sie mir unterstellen oder meinen Sohn unterstellen, dass der geistig total zurückgeblieben ist, dass er nur solche Spiele sagt. Das heißt bloß, dass es keine Altersbeschränkung hat. Das heißt auch hervorragende Spiele, auch Mario-Spiele oder was weiß ich, können ab Null freigegeben sein. Das heißt doch jetzt nicht, dass das nun Bekloppte oder Säuglinge oder Scheintote spielen dürfen. Doch, dazu sind die doch da und mein Junge ist 12, also haben sie ihn auf dem Spiel ab 12 zu verkaufen und auch nicht ab 6 oder sonst was, weil er ist ja auch keine 6 Jahre alt. In anderen Worten, hätte er sich ein Spiel ab 6 Jahre ausgesucht, hätte ich praktisch unterstellt, dass er das geistige Niveau eines 6-Jährigen hat. Also wie bescheuert kann man nur sein? Und selbst wenn man das Leuten zubilligt, leihen, da muss man sich doch wenigstens aufklären lassen. Ich habe ihr versucht, das zu erklären, aber sie wollte das nicht einsehen. Sie hat gesagt, sie nehmen bitte das Spiel zurück, sonst komme ich mit meinem Mann. Mein Sohn ist hochintelligent, der geht auf die und die Hauptschule oder Sonderschule oder Realschule. Ich habe mir das nicht gemerkt, keine Ahnung. Das kann nicht sein und so weiter. Also die hat eben gedacht, dass die Alterszahlen praktisch auch das geistige Niveau widerspiegeln. Das heißt, wenn ab 16
Und das heißt also, wir Erwachsenen sind alle auf dem geistigen Niveau eines 18-Jährigen, weil mehr als 18 gibt es ja nicht. Und ja, das würde es dann im Umkehrschluss heißen. Das wollte ich euch noch erzählen. Jetzt ist die CD der Kamera gleich voll und ich melde mich dann im 1, 2, 3. 1, 2, 3, mal, ich glaube, im 5. Warte mal, ach, ist ja auch egal, ihr werdet es ja sehen. So, bis gleich. Kann denn der Teil hier noch... Also wenn meine Zuschauer wissen, mit was ich für einen Scheiß mich abgebe. So, willkommen im... Warte mal. 1, 2, 3, 4... Ich glaube im 4. Teil. Und zwar zeige ich euch zur Auflockerung am Anfang wieder was Interessantes. Und zwar das hier, für, ist auch neu. Dieses Teil hier wiegt um die 6 Kilo, glaube ich, und kostet so um die 100 Euro. Kann auch ein paar Euro günstiger oder schwerer sein. Und hier ist das Interessante. Hier sind ein Buch drin, das ausschließlich seine Zeit von 1953 bis 1955 beleuchtet. Das heißt, der große Durchbruch kam ja 1956, also der ganz große. Und da befinden sich eben... 4 CDs drin, wo es unter anderem um seine ersten Auftritte geht. Also hier, die ist jetzt bei mir noch im Rekorder. Die Tonqualität ist teilweise gut, aber teilweise auch nicht. Und das ist hier praktisch das Herz des Ganzen. Das ist ein riesen fettes Buch. Tut mir der Briefträger leid. Hat in etwa über 520 Seiten. Und ja, da hat es fast eigentlich so fast jeder Tag dokumentiert. Und da sind auch sehr, sehr, sehr seltene Bilder drin. Ich versuche euch mal, ja, hier nehmen wir mal zum Beispiel so eins hier. Zum Beispiel noch, wo Elvis noch selbst mit seinen Freunden von Auftritt zu Auftritt fuhr. Also ja, noch der ganz junge Elvis. Und jetzt, ich weiß, nicht alle interessieren sich für Elvis. Oder guck mal hier, so ein Engelsgesicht, der fast so gut aussehend wie ich. Aber das ist halt auch, boah, ist das Ding schwer. Also wenn ihr wirklich mal irgendwas sucht, was ihr irgendjemanden, den ihr ganz dolle mögt, schenken könnt und gleichzeitig aber auch noch dazu passende Mordwerkzeug haben wollt, falls diejenige Person euch mal auf die Nerven geht, das Buch hier. So, das ist, das Bild gibt es in etwas besser. Das ist Elvis als Kind. Da gibt es natürlich noch mehrere Fotos. Wie alt ist er hier? Circa 41, also circa 6 Jahre. Er ist ja 1935 geboren. So, das soll es auch sein, bevor ihr anfangt, jetzt ganz dolle zu gähnen. Jetzt zeige ich euch noch als Ausgleich noch zwei neue Spiele in meiner Sammlung. Damit jetzt auch die Gamer wieder... Ich habe noch viel mehr neue Spiele. Ich muss auch demnächst mal wieder ein neues Video drehen, ein neues Sammlervideo. Ich habe ja schon über 66 veröffentlicht, aber das stapelt sich schon wieder neue Sachen, weil ich mache das immer so, wenn ich was Neues habe, baue ich das irgendwo auf, drehe dann einen meiner Sammlervideos und dann erst räume ich es in die Regale ein. Und daher kommen die Sachen jetzt gerade. So, hier, das ist auch schon etwas länger her, da kam ein... Ja, älterer Herr mit einer älteren Dame rein, weiß ich nicht, auf jeden Fall deutlich über 60 Jahre, so schätze ich mal. Und kam rein und guckte sich so um und sagte, er hätte da gerne mal eine Frage. Also er will mir nicht auf den Schlips treten. Über den Schlips ist ja ein super, super, super Stichwort. Das ist hier so eine Hitman-Werbung von dem neuesten Hitman. Und finde ich ganz witzig. Da kann man sich so eine Krawatte rausnehmen und ja, dann hat man eine Original-Hitman-Krawatte. Ist das nicht ein Brüller? So, warte mal. So. Die natürlich auch ganz klasse halten sollte. Warte mal. Moment, noch einen Schluck Kaffee hier. So, passt auf. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau, die kamen rein und sagen, ja, wir wollen jetzt nicht indiskret werden. Oh, die sind mir echt zu eng und zu schwer. Aber sagen Sie mal, sind Glücksspiele in Deutschland nicht verboten? Ich sage,
Nicht, dass ich wüsste, dass jetzt alle Glücksspiele verboten sind. Es gibt ja auch Spielhallen und so. Er sagte, ja, aber hier kann ja wirklich jeder reinmarschieren, wer will. Wir haben nebenan Eishennig und da essen die halt immer ihren Kuchen. Und zwar auch im Sommer irgendwann. Ich sage, ja, sorry, wir verkaufen keine Glücksspiele, aber sie verkaufen doch Spiele. Ich sage, ja, ich verkaufe PC- und Videospiele. Naja, sagt er, also doch Glücksspiele. Ich sage, was hat denn das mit Glücksspielen zu tun? Naja, das ist doch Glück, ob man jemanden trifft. Oder es hat doch was mit Glück zu tun, ob man ein Rennen gewinnt oder so. Also er hat jetzt nicht so professionell gesprochen, sondern eben als Laie. Also der wirklich überhaupt keine Ahnung davon hat, wovon er redet. Aber, also zumindest ist nicht, was er über unser Hobby und meint, das hat auch alles was mit hat doch alles irgendwas mit Glück zu tun. Ich sage, naja, natürlich hat das auch was mit Glück zu tun, aber auch mit Können. Wenn man jetzt ein Rennen gewinnen will oder eine Ballerei, dann muss man es natürlich auch können mit Geschick oder überlegen. Oder wenn man Städte aufbauen muss, muss man halt, das ist aber jetzt nicht zu vergleichen mit, dass man sich ein Los kauft oder am Automaten eine Münze reinschmeißt. Doch, das ist genau dasselbe und ich glaube nicht, dass das hier legal ist, was sie machen und so weiter. Jetzt hatte ich drei Möglichkeiten, ja, entweder ich betätige den Hebel für unliebsame Kunden hinterm Tresen, der hätte ihn mindestens 300 Meter tief in den Abgrund stürzen lassen, in die Kloake von Berlin. Zweite Möglichkeit, ich hätte mit ihm jetzt noch 5 Stunden lang herumdiskutiert und wäre wahrscheinlich irgendwann in der Kaiserzeit angekommen. Oder die vierte Möglichkeit, dass ich sage, tut mir leid, ich habe was zu tun, lassen Sie uns ruhig mal irgendwann darüber reden, aber jetzt geht's nicht. Genau die Variante habe ich gewählt, weil Variante 1 ging nicht, die Falltür klemmte. Variante 2 ging auch nicht, weil die Falltür klemmte. Und Variante 3 ging eben, weil die Falltür klemmte. Und damit konnte ich mir vom Leib halten. Aber ich meine, er war jetzt nicht unfreundlich, aber er war so, als hätte er mich auf frischer Tat ertappt. Er hat jetzt auch nicht gesagt, ja, Polizei oder sonst was, aber er war der festen Überzeugung, dass alles, was mit Spielen zu tun hat, also wahrscheinlich auch Mensch, ärgere dich nicht oder Mau Mau, grundsätzlich was mit Glück zu tun hat und deswegen zu Glücksspielen gehört und deswegen verboten sein sollte oder verboten werden sollte, habe ich auch noch nicht so gehört, aber... Ja gut, wenn jetzt eure Eltern, eure Großeltern, Oma, Opa dagegen sein sollten, dass ihr Spiele spielt, fragt mal, sag mal, Opa oder Oma, habt ihr was gegen Glücksspiele? Und wenn sie ja sagen, bingo, wisst ihr ganz genau Bescheid, worum es geht. Ja, das war jetzt der nächste Fall. Bis gleich zum nächsten. Willkommen zum 5. Teil? Was kommt denn nach 4? Egal. Fange ich gleich an. Ich zeige euch kurz mal, also es ist ein Burner, das Spiel. Das gab es tatsächlich auch auf PlayStation 2. Soll jetzt nicht gerade der Knaller sein. Die Fernsehserie kennt vielleicht noch viele von euch. Ja, und also ich, nicht missverstehen, ich stelle nicht nur Top-Titel in meine Sammlung, sondern einfach Spiele, die, zum Beispiel He-Man ist da einfach Kult, ja. Also auch einfach Sachen, mit denen ich auch was persönlich verbinde. Hier zum Beispiel Fahrenheit ist mal gar nicht schlecht. Sehr viel PlayStation 2 Spiele, da hat uns nämlich jemand über 200 verkauft. So, jetzt geht es um ein Spiel, und zwar Fußball. Ich bin kein großer Fußballfan, ganz ehrlich. Aber FIFA Pro Evolution verkauft sich jedes Jahr immer ganz gut. Und wir hatten im Laden zu dieser Zeit, wo das Spiel aktuell war, ist schon erstaunlich, wie lange so eine Tasse Kaffee warm hält, hatten wir diesen Flyer hier. Das entspricht ungefähr die Größe einer Komet-Visitenkarte. Hatten wir hier im Laden hängen. So. Und aber nicht lange, weil ihr seht ja rein von der Länge, also das Ding ist ja ungefähr so lang und breit wie mein Laden.
Und da kam, wir haben dann vielfach verkauft, war eben aktuell. Der Kunde wollte das unbedingt haben. Hat das halt gesehen, also geil, nicht haben. Ich sag, ja, kannst du vielleicht später mal käuflich erwerben oder vielleicht schenke ich es dir auch mal irgendwann, aber jetzt sollte das erstmal im Laden. Sollte das im Laden erstmal hängen bleiben, weil es ja auch einfach Aufmerksamkeit erregt. Ich sage, nee, ich würde das schon ganz gerne jetzt mitnehmen. Ich sage, ja, wie ich schon sagte, also es soll jetzt erstmal noch eine Weile hier liegen und da ich jetzt, oder hängen, und da ich jetzt selbst nicht besonders viel mit Fieber und Co. anfangen kann, nicht anfangen kann, kannst du das von mir aus haben. Ne? Ich meine, man kann es. Ist ein Riesending einfach, ja? Braucht man Riesentüren oder so. Nein, er würde das jetzt ganz gerne mitnehmen. Ich sag ja, willst du mir abkaufen oder was? Nee, ich nehme es jetzt einfach so mit. Ich sag, wie, du nimmst es einfach so mit? Naja, er hat halt gelesen, dass jeder, der Fieber irgendwo vorbestellt hat, was Besonderes dazu kriegt, ein Code oder ein Gimmick oder eben diesen Banner. Ich sag, wo hast du denn das gelesen? Also, dass man dieses Ding damit zukriegt, ist mir ja ganz neu. Wenn das jetzt stimmen würde, bei 80 oder 90 verkauften Fieber, bei uns jetzt als Beispiel, und dann sind da 80, 90 mal diese Rollen mit bei, da kann ich ja einmal die Erde mit umrunden. Und das ist hier was für Händler, das ist Händlerware, die man eben von den Publisher bekommt, damit man eben entsprechend die Werbung vorab oder währenddessen machen kann. Sagt, nein, er hat ein Recht darauf, er will das haben, er ist hier Kunde, er hat das vorbestellt, ihm gefällt es, er will es jetzt mitnehmen. Wir hatten zu der Zeit auch noch Fieber-Poster. Ich sagte, gut, ein Poster kannst du gerne mitnehmen. Er blieb beharrlich dabei. Er möchte das mitnehmen, weil er hat das Recht drauf. Ich sag, wo hast du das gelesen? Ja, im Internet. Also wir haben im Internet recherchiert, wir haben bei Amazon recherchiert. Nirgendwo stand irgendwas, dass man einen 20 Meter langen Banner da mitnehmen kann, also, oder was weiß ich. Aber er blieb dabei, er hat das irgendwo gelesen. Ja, genauso, wenn irgendwo in irgendeinem Forum steht, hier weiß ich nicht, Godzilla ist, tritt hier im Broadway auf, den glauben es die Leute auch gleich. Und er blieb dann wirklich 2-3 Stunden da stehen, ganz beharrlich. Ich gehe hier erst raus, wenn ich das bekomme. Und ja, er ist dann jetzt dann doch rausgegangen, weil er auf Klo musste. Und war aber wirklich der Meinung, ihm stünde das zu. Ich habe ihn bis jetzt nie wieder gesehen. Jetzt hätte ich ihm das übrigens geschenkt. Also wenn du das hier siehst, jetzt kannst du das gerne geschenkt haben. Bitte schön, es liegt hier für dich bereit und wir sehen uns. So, willkommen im 6. Teil. Was ich jetzt erzähle, bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich euch das schon mal erzählt habe. In einer meiner älteren Skandalvideos, so zum Schluss, die letzten 3 Spiele. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen spurten. Das ist nämlich schon nach 2 Uhr. Und jetzt brauche ich mindestens noch mal 1 bis 1,5 Stunden. 1 bis 1,5 Stunden, bis ich das Video hier bearbeitet habe, und ich will das heute unbedingt noch veröffentlichen, damit, wie versprochen, am Sonntag das jetzt hier rauskommt. Ich habe mal vor sehr langer Zeit sehr, sehr viel Ware angekauft, ältere Ware, gut gepflegt, von einem jungen Mann, der sehr, sehr mitgenommen und sehr traurig zu mir in den Laden kam und erzählte mir halt, dass das die Spiele von seinem Vater wären. Und sein Vater wäre halt gestorben, man hätte ihn auch sehr spät erst gefunden und er möchte das jetzt halt zu Geld machen. Und ich habe immer so, auch vor kurzem habe ich Spieler, also DVDs und Spieler angekauft von einer Kundin, von einer Mutter, die gestorben ist. Und mich gruselt das immer, wenn da überall diese Fingerabdrücke drauf sind, ja, wenn man da die ganze Handfläche sieht, und das ist ja, ein genetischer Fingerabdruck, den die Leute da hinterlassen. Und ich dachte, oh nee, jetzt hast du wieder diese ganzen Fingerabdrücke und was weiß ich drauf. Ich finde das immer irgendwie so, keine Ahnung, gruseliges, falsches Wort. Aber gerade wenn ich die Leute dann auch kannte, gut, den Vater kannte ich jetzt nicht. Und wir haben das natürlich ganz normal trotzdem behandelt und haben dann die Ware kontrolliert entsprechend. Das war schon ein Riesenberg. Und
den Moment, den werde ich nie vergessen, als ich, die waren teilweise auch ziemlich verstaubt oder so, als ich ein bestimmtes PC-Spiel an dessen, ich glaube, das war Half-Life oder so, das war so ein Karton, war oben so ein bisschen eingerissen. Als ich den aufmachte und kontrollieren wollte, ob alles drin sind, flogen mir drei oder vier Maden raus, so kleine weiße Maden. Davon lebte noch einer und eine, weiß ja nicht, ob Männlein oder Weiblein, und eine und die anderen beiden bewegten sich nicht. Entweder waren sie verpuppt oder sie waren halt verhungert oder keine Ahnung. Und dann habe ich mir jetzt erstmal noch nicht so viel dabei gedacht. Aber dieser Vorgang wiederholte sich mit unterschiedlichen Mengen an Maden, bei anderen Packungen auch, meistens bei so Papppackungen, wo eben Bereiche waren, wo die Viecher hätten reinkriechen können, weil DVD-Packungen sind ja in der Regel zu, obwohl wir auch ein DVD hatten, wo hier hinten eine Fliege drin war, die war so gequetscht, keine Ahnung, wie sie da reinkam. Und irgendwann flüstere ich so zum Kollegen, sag mal, der ist doch erst spät gefunden worden. Kann das sein, dass das ja, Todesfliegen sind, die eben ja, ich weiß nicht, aus seinem Körper geschlüpft sind oder durch seinen Körper? Und das war dann wirklich eklig, muss ich euch sagen, weil das hatte sich dann so und so wiederholt. Nachher fingen wir dann auch an, das Gefühl zu haben, wir riechen irgendwas, ja, weil manche Packungen waren noch sehr modrig, sehr feucht. Und jetzt zu fragen, du sag mal, ist dein Vater verwest oder so, das ist ja pietätlos. Irgendwann habe ich dann bei der vierten oder fünften Schachtel, die ich geöffnet habe, mein Kollege hat sich eh schon verabschiedet, habe ich gedacht, entweder übergebe ich mich gleich oder renne kreischend aus dem Laden raus oder ich mache jetzt irgendwas. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, ich habe das mal hier so durchgeguckt, das sind Spiele, die wir alle da haben. Also ich habe mich so auf die Art und Weise rausgequatscht. Der war zwar sehr geknickt, habe ihm dann aber die Adresse von einem Konkurrenten gegeben. Und er ist dann gegangen, Gott sei Dank. Teilweise wollte er uns die Ware schon schenken und sagen, nee, du, wir haben genug PC-Spiele und so. Also das, da frage ich mich natürlich, ob man als Angehöriger nicht die Ware vielleicht erstmal kontrollieren kann, zumal der Sohn ja auch selbst zockt, weil das finde ich dann schon eklig, wenn man jetzt, was weiß ich, das ist jetzt ein bisschen makaber, was ich sage, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, Spiele von Bombenopfer verkauft, dann achtet man ja auch drauf, dass da sich noch nicht noch ein Kopf oder eine Hand drin befindet. Und das war so der ekligste Moment meiner ganzen Gamer-Karriere. Müsst ihr euch mal so vorstellen. Gerade so bei den Fliegen, wo man sich denkt, haben die vielleicht einen Teil von dem da gefressen, wobei Maden fressen ja auch. So. Das war jetzt ein bisschen makaber. Ich überlege jetzt ganz kurz, ob mir jetzt noch eine kurze Geschichte einfällt. Wenn ja, melde ich mich nochmal. Wenn nicht, muss ich dieses Video jetzt unbedingt fertig bearbeiten. So, verabschieden tue ich mir noch nicht. Ich überlege nochmal kurz. Bis gleich. So, mir ist noch was Kleines eingefallen, was jetzt nicht unbedingt was jetzt mit dem LAN zu tun hat, aber auch etwas kurios ist. Ich habe ja auch meine Kennwörter für bei Xbox Live oder bei PSN, also PlayStation 3 rausgegeben, dass man mich dort einladen kann, obwohl ich ehrlich sagen muss, also online spielen tue ich eigentlich fast gar nicht. Also und da war ein Typ, der einfach nicht glauben konnte, dass ich tatsächlich der echte Kumik Matti bin. Er hat mich halt auch immer wieder gefragt, bist du wirklich der echte? Weil ich heiße jetzt bei PS3 und bei Xbox auch Kumik Matti, also bin dort als Kumik Matti unterwegs. Und er meinte, ja, er wäre ein großer Fan von mir bei YouTube, aber er glaube nicht, dass ich der Kumik Matti sei. Ich sage, soll ich dir das bitte schön beweisen? Ja, er meinte, es kann sich ja jeder Kumik Matti nennen, also auch ich. Und ich will doch jetzt bloß Kapital draus schlagen. Und ich sage, ja, wie soll ich dir jetzt beweisen? Soll ich jetzt dir ein Nacktfoto von mir schicken oder ein angezogenes Foto oder sonst was? Ja, mit dem Foto fand er ganz klasse. Er wollte halt, dass ich eben irgendwie jetzt ein Foto schieße und dabei irgendwie eine Tageszeitung in der Hand halte und dann eben irgendwie auf dem Foto oder einen Zettel hochhalte und dann seinen Usernamen dahin schreibe, damit er nachvollziehen kann, dass ich der Wahre bin. Das war mir also ehrlich gesagt zu blöde, zumal die PlayStation 3-Liste sowieso schon so gut wie voll war. Und er hat mich dann beschimpft und hat gesagt, ja, hier gibst du dich als den falschen Komet Matti aus und willst jetzt hier Profit schlagen. Und dabei
habe ich gar nichts von ihm verlangt. Er hat mich gefragt, also mich eingeladen, mir eine Freundschaftsanfrage geschickt, ob ich die annehme. Und ich habe nicht gesagt, hier, wenn du bei mir in der Liste sein willst, zahl mal 100 Euro. Und ja, ich finde deine Videos scheiße und du bist ein Scheißkerl und der Komet, der richtige Komet Matti ist viel besser. Ja, jetzt ist er halt bei mir auf der Blackliste. Und wenn er jetzt dieses Video sieht, ja, du hast schon mit dem echten Komet Matti gesprochen. Du wirst ja dann wissen, dass du gemeint bist damit. Du Typ mit der, ich weiß nicht, da war glaube ich eine 12 oder eine 13 in deinem Username. Ich nenne den mal jetzt komplett nicht. Angeschissen. Natürlich kann sich rein theoretisch jeder für mich ausgeben. Aber was soll das für einen Sinn machen? Zumal man ja auch bei Xbox 360 oder PS3 kann man einmal einen Namen vergeben. Da heißt, kann ja nicht 20 Leute Komet Matti sein. Und ja, gut, in der Regel bin ich das auch. Gut, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass jemand sich Komet Matti nennt und irgendwelche Forderungen stellt oder irgendwas haben will, dann seid bitte skeptisch. Dann schreibt mich bei YouTube an und fragt, sag mal, bla bla. Da kann es natürlich mal einer sein, dass jemand versucht, daraus Profit zu schlagen. Aber ansonsten braucht ihr euch da keine Sorgen machen. So, das war's. Mir würde zwar noch die eine oder andere Geschichte einfallen, aber ich bin tierisch unter Zeitdruck. Und ich denke mal, ein paar schöne Geschichten waren ja dabei. Bleibt alle gesund, bis zum nächsten Mal. Und es ist ja auch nicht das letzte Video aus dieser Serie. So, bleibt alle gesund, mir weiterhin positiv gewogen oder auch nicht. Bis dann, euer Matti aus Berlin und...